Bruh, ich war einfach zu dumm aufzunehmen. Naja, nochmal. Leute, heute ist es endlich soweit. Und zwar gibt es heute die große Sprengung. Denn ich habe ja letzte Folge diese riesige Gunpowder-Farm im Hintergrund gebaut. Und heute bekommt sie einen heftigen Stresstest. Denn wir brauchen 5000 Gunpowder. Das Kistensystem dort unten sollte das aushalten. Das Problem ist nur mein Kistensystem nicht. Aber darum kümmern wir uns, wenn wir die 5000 haben. Ich habe mal hier drei Schalker dabei, die langen sollten, um das Ganze abzutransportieren. Denn ich habe schon extra meinen Tag um dieses Video hier herum strukturiert. Denn heute gibt es einen 1-Stunden-AFK-Test, den ihr gleich im Zeitraffer sehen werdet. Aber davor müssen wir gerade noch ein bisschen was checken. Und zwar, ich bin zu doof, mal wieder da zu landen. Perfekt. So, ich hoffe mal, dass mir hier nichts passiert. Oh, warte, ich soll's. Ja, anmachen wäre vielleicht noch ganz gut. Auf einmal falle ich von... Ah! Das ist die dümmste Aktion aus der ganzen Serie. Ja, mein Stuff. Phew. Ich habe mich schon gefragt, wann das erste Mal ist, dass ich hier drauf aufklatsch. Aber das ist so dämlich passiert. Das hätte ich nicht erwartet. So, Glock an und ab nach oben. Wir sind wieder beim Anfang. Das war jetzt doch ungefähr 1 Stunde und 30 Minuten. Checken wir mal aus, wie viel uns das Ganze gebracht hat. Ich muss wirklich mal die Elytren reparieren. Sehr schön. Das lässt sich schon sehen. Ja, ich würde sagen, wir packen mal ganze Zeugs in die Schalke. Okay, eine Schalke voll. Das sollte auf jeden Fall genügen. Zack. Ja, das Gunpowder wäre jetzt schon mal da. Das heißt, jetzt erstmal Elytren reparieren und den Sand holen. Wir brauchen nämlich auch 4000 Sand. Und jetzt müssen wir erstmal die Elytra reparieren. Das machen wir ganz einfach und zwar einfach in die Offhand. Und jetzt suchen wir nur noch ein paar Monster. Aha. So, ich habe nochmal nachgerechnet und das, was wir bis jetzt an Gunpowder erfarmt haben, reicht noch nicht. Deswegen sammeln wir jetzt erstmal den Sand. Das müssten ungefähr 2,3 Schalker werden. Los geht's. Die erste Schalke ist voll. Zweite Schalke voll. So, das Ganze sollte jetzt genug sein, denn wir haben 2,5 Schalker voll mit Sand. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell zurück und liefern den Sand ab. So, dann packen wir das Ganze direkt mal in eine neue Doppelkiste. Das ist also der ganze Sand, den wir dafür brauchen. Und vom Gunpowder fehlt noch ein bisschen was. Da muss ich nochmal genau kalkulieren. Also, es wären ungefähr 79 Stacks. Und das sind ziemlich genau 3 Kisten. Hier haben wir nur ein bisschen mehr als eine Kiste. Das bedeutet, wir müssen nochmal ein bisschen AFK rumstehen. Zack, Glock an.
So, das sollte jetzt langsam mal genug sein. Aus. Ja gut, das war jetzt nicht wirklich viel mehr, weil ich nicht wirklich lange noch AFK war. Okay, das ist ja weniger als wir Sand haben, das reicht definitiv nicht. So, das heißt, wir müssen nochmal rüber, aber das Ganze werde ich behind the scenes tun, denn ich habe jetzt schon insgesamt 4 Stunden aufgenommen von diesem Projekt und das ist sonst zu viel für meine SSD. Ich will das Video ja auch noch irgendwie schneiden können, aber ich würde mal sagen, ich sehe euch wieder, wenn ich genug habe. Und jetzt sind diese ganzen Kisten voll. Also hier komplett voll, beide. Das bedeutet, jetzt können wir endlich craften. Juhu, das wird ewig dauern, egal. Alright, Leute, das hier sind jetzt exakt 1044 TNT und damit gehen wir jetzt zu der Endcity. Und zwar habe ich eine Umfrage gemacht und 8 Leute haben abgestimmt und 88% für die Endcity. Flintenstil wäre natürlich nützlich, wenn wir was hochsprengen wollen. Ja, und dann mal gucken, ob ich den Weg zum Ende noch weiß. Jetzt mit einer Elytra. Tschüss. Noch ein Block in der Luft. Ja, hier. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen hierher und bauen uns hier erstmal hoch, dass wir das nächste Mal viel schneller finden. Mal gucken, wo der Portalraum war. Ah, ja, hier. Perfekt. Und es geht ein 3. Mal ins Ende. Let's go. Oh mein Gott, die klauen ja meine Blöcke. Ja, nee, ey, Leute, so war das nicht geplant. Hold up. Hold up. Ah! Was ist denn das jetzt? Ja, halt mit Wasser. Hit ich's. So, render Distance kurz hoch. Wir nehmen nämlich die erste NCD. Ah, da hinten. Da haben wir unser Opfer. Warte mal, die hat noch ein Schiff. Hold up. Ist die schon gelootet? Ich glaube nämlich nicht. Wenn die nicht gelootet ist, dann bin ich viel zu weit für eine Elytra getravelt. Egal, noch eine. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht gelootet. Nice. Ja, dann würde ich sagen, packen wir mal das TNT aus und fangen an, ein bisschen was zu platzieren, ne? Ey, dieses kleine Teil da hinten hätten wir safe 5-mal sprengen können oder so. Oh mein Gott! Der kommt daher! So, ich würde sagen, fast die ganze NCD ist jetzt mit TNT bedeckt. Und dann würde ich sagen, der Part, auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt. Wir zünden die NCD an. Und fliegen weg. Oh mein Gott. Ja, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ja, 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 ja. Ja, ja, es fliegt alles in die Luft. Nein, doch nicht alles. Oh, die Kiste steht noch. Super. Was ist denn das jetzt? Wieso fliegt der Teil hier nicht hoch? Ey, Sir? Nö, das geht so nicht. Ja. Ja. Oh, den Teil hier habe ich anscheinend vergessen. Bro. Was ist mit denen los? Die mögen das wohl nicht, da ich ihre NCD hochgesprengt habe. Aber nur gut, Leute, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Sprengung. Ich gehe jetzt noch schnell zurück in die Oberwelt. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und falls ihr euch fragt, warum da hinten ein Pferd in der Hundehütte steht, ich weiß es auch nicht. Aber erstmal, ciao.